So, liebe Leute, weiter geht's heute mit dem Ligaspiel. Mal abwechselnd wieder Liga. Real Sociedad heißt der Gegner an der Real Arena. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Das ist, glaube ich, sogar Basken-Derby, bei der Weniger. Real Sociedad, den wir ja so ein bisschen aufgekauft haben in der letzten, vor dieser Saison. Ja, im letzten Spiel haben wir tatsächlich es geschafft, den großen FC Barcelona aus dem Pokal zu werfen und in der gleichen Runde ist auch Real ausgeschieden. Die sind nicht bei Villarreal beim Elfmeterschießen geflogen. Oder in Villarreal, in Villarreal beim Tabellen 12. rausgeflogen. Und wir treffen heute, wie gesagt, auf den Anführungszeichen auf den Derby-Gegner. Wir haben 57 Punkte, 6 Punkte vor Atletico Madrid. Und jetzt geht's heute weiter an der Liga auswärts. So, irgendwas war jetzt gerade schon wieder irgendwas beginnt oder Spieltermin. Real Sociedad ist vorgezogen worden um einen Spieltag. Das ist, glaube ich, das jetzt Spiel, was wir jetzt haben, ne? Ja. Und zieh am Alltag nach hinten. Alles klar. Preisgeld, ja, 100.000. Oh, ist wunderbar. Super. Fürs Halbfinale. Gut. Rein ins Spiel. So, ich muss natürlich ein bisschen rotieren, weil ihr seht schon wieder, es sind schon wieder einige Spieler nicht zu 100% fit. Aber das ist eher da hinten rechts die Verteidigerposition. Ich glaube, da so groß brauche ich gar nicht rotieren. Sola wird jetzt auf jeden Fall auch mal auf Herr Garcia, du bist ja immer noch nicht so 100% auf dem Damm, ne? So viel brauche ich gar nicht rotieren, tatsächlich. Ja, der hat viele Fehler drin gehabt hinten. Gut, dann passt das so auf jeden Fall erstmal. Ich glaube, Maurice, der wird tatsächlich für der nächste Saison von Anfang an spielen, weil der hat viele Spiele gemacht. Aus der eigenen Jugend, du hast Frankreich gescoutet. Warum nicht? Heute deutet eigentlich alles auf eine hochinteressante Partie hin, denn dieses Duell hat es einfach in sich. Gleich geht's los mit Real Sociedad gegen Athletic Bilbao. Willkommen in der Reale Arena, liebe Fußballfreunde, wir begrüßen Sie ganz herzlich zu unserer heutigen Begegnung. Wolf Fuß und der Kollege Frank Puschmann begleiten Sie auch heute wieder durch das Spiel. Und bei uns steht am heutigen Tage ein Spiel aus der La Liga Santander auf dem Programm. Real Sociedad gegen Athletic Bilbao. Das ist so eine Partie, die die Fans begeistert und uns hier oben auf der Kommentatorentribüne natürlich auch. Es wurde so viel geschrieben, es wurde so viel diskutiert und jetzt geht es los. Gleich rollt der Ball. Hier ist die heutige Aufstellung von Real Sociedad. Kurze Einschätzung zu Ihrer Formation von hier. Das ist ein 4-4-2 mit Raute und damit haben Sie natürlich große Möglichkeiten, durchs Zentrum zu kommen, aber eben auch die Flügelspieler einzusetzen. So geht Athletic Bilbao in diese Partie. Bei Ihnen sehen wir das 4-4-2 als Formation heute, ne? Und das mit einer Raute im Mittelfeld. Links und rechts jeweils einer und dann zentral einer für die Defensive und einer für die Offensive. Ja, ein bisschen rotieren mussten wir aus fitnesstechnischen Gründen, aber jetzt, weil das Spiel ist doch immer noch wichtig, gerade in der Liga, sollten Leute mich verlieren. Das könnte es wieder mit 3 Punkten sein, dann wird das wieder höchstens was enger werden da oben. Aber ich will natürlich den Sieg haben. Aber schauen wir mal, ne? Nach 3 Pokalspielen in Folge, jetzt der Liga-Alltag wieder. Der Ball ist freigegeben und das Spiel beginnt. Mal schauen. Ja, wie gesagt, ein bisschen Aufbau, ein bisschen aufgekauft haben wir die Jungs. Mario Pašalić. Gutes Tackling. Ja. Schön, das Ding da. Nebenleute bieten sich an. Und wieder Lekui, der gut aufgepasst hatte. Jetzt der Ballverlust. Vor der heutigen Partie gab es durchaus einige Schlagzeilen um ihn. Denn er spielt heute gegen seinen ehemaligen Verein. Zu Belgia, ja. Ah, Moment, jetzt knallt's gleich. Gehalten, aber sie müssen weiter aufpassen. Ah, schönes Ding. Sich in den Schuss, das war wichtig.
Und dann voll in den Lauf gespielt, den Ball. Also gute Chance. Und dann der Ball, Sadik. Leichter Ball für Unai Simon. Ballgewinn. Ah, Sörloth, ehemaliger Leipziger. Ich glaube, es ist auch nur ausgeliehen. Und Oyasa, Ball, der das gut klärt. Sörloth, der Norweger. Zoller. Oh, das darf nicht passieren. Oder ist Simon? Der ist natürlich jetzt ein bisschen angepasst auf seine Abwehr. Hey Leute, Concentration und so. Konzentriert euch. Da kommt die Ecke. Halbherzig geklärt, Ball weiter gefährlich. Ah, Mann, es ist gegen Barcelona schon mehrmals aufgepasst, also gekommen. Diese Vorwärtsbewegung, dieser Fehler in der Vorwärtsbewegung. Vergiss es. Okay, war der sogar noch dran. Warte mal, der könnte doch lange spielen. Hält oder nicht? Fehler vorbei. Leicht, zu leicht vorbei. Und Orban. Zwei Ex-Leipziger sogar im Kader bei denen. Hallo. Einer hat sich durchs Spiel von Anfang an und wieder ein Fehler in der Vorwärtsbewegung. Also wir kommen gerade nicht rein in dieses Spiel. Jetzt. Ecke. Ecke? Gelb gibt's ja auch. Ach so, vorher schon oder was? Okay. Vorher schon mal faul gewesen. Ich dachte mir gerade, für was gibt der jetzt da? Er pfeift Ecke und gibt Gelb. Oder was? Entweder Fall wieder oder? Er schießt. Auf ihn ist Verlass. Schöner Block. Maurice. Ach, der mit dem Fehler. Ist gerade alles zu einfach. Ist gerade viel zu einfach da gerade da. Und dann ist der Ball doch weg, macht die Abwehr gut. Galan. Denn im Spiel von Barcelona ist ein Tor gefallen. Wir haben hier das erste Tor für Barcelona. Neuer Spielstand damit 1 zu 0. Ja, bist du denn das so mal jetzt gerade? 26 Minuten. Danke. Sanchez! Knapp drüber, da hat nicht viel gefehlt. Also war es doch 4-1-0. Das ist übrigens meine Allergie. Ich habe ja Heustoffallergie. Das ist jetzt gerade absolute Hochzeit. Deswegen wundert mich, dass ich ein bisschen gerade. Das könnte vielleicht was werden. Ja, immer wieder. Oh, ja. Passt ein bisschen auf da, Leute. Ey, das ist. Weiß ich nicht. Wieder so ein Fehler in der Vorwärtsbewegung. Ich krieg's gerade nicht weg. Verleitest den Gegner oder checkst dem Gegner mit dem Gegner diesen Angriff. Galan. Anspielstationen werden da, machen sie sehr gut. Sie bringen den Ball in die Mitte. Jetzt vielleicht mal. Aber auch nicht, oder auch nicht. Für was? Ich bin gespannt, wie er entscheidet. Er gibt Freischuss für uns, okay? Ja, dann kannst du aber. Also. Endlich ein Ende. Er geht zu Aston Villa. Cesco, der liegt so nach Leipzig. Auch so ein typischer Transfer auf jeden Fall für die. Was? Okay, gibt dir Freischuss. Ich dachte, gibt dir Freischuss für uns jetzt tatsächlich. Also der hätte auch dann jetzt natürlich auch die Dinge, die natürlich die den Vorteil laufen lassen können. Nein, tust du nicht. Mario Pasalic. Geht einfach vorbei. Ja, Gerai, gut aufgepasst, ha? Jetzt können sie den Konter ansetzen. Ja, dann mach doch, geh doch mal einer rein jetzt vorne. Gute Pässe davon wird bauen. Mann, was schießt du denn da? Oh Mann, ich will doch nicht, schieß doch nicht. Also 0 zu 0, so gut ist es gar nicht, das Spiel. Also wir haben der Gegner mehr vom Spiel als wir. Remis entgegengehst, das ist bitter, aber das haben sie sich selbst zuzuschreiben. Ja. Sie haben kaum klare Chancen. Das ist alles halbherzig. Das ist alles halt ein bisschen zu einfach gerade. Zu Belja. Pause. So, tatsächlich. Pause. 0 zu 0. Nach Durchgang 1 können die Gäste noch nicht zufrieden sein. Nee. Auch haben wir hier ein Remis. Sie sind eigentlich die Mannschaft mit der besten Offensive, aber das hier war nicht ihre erste Hälfte. Noch heißt es Remis, noch steht da die 0, die ungewohnte 0. Sie müssen noch zulegen, aber ich bin mir ziemlich sicher, sie können das. Ja, so ist es halt. So, gucken wir mal kurz auf die Tabelle, auf die Ergebnisse der Halbzeit. Ja, alles unentschieden. Wir 0-0, Barca 1-1, Sevilla 1-1.
Na gut, mal gucken, was in der zweiten Halbzeit so kommt. Anstoß, auf geht's. Bilbao, und damit gehen wir rein in diesen zweiten Spielabschnitt. Ja, viele, viele Fehler von uns. Alleine was die Vorwärtsbewegung betrifft, das hat man schon gegen Barcelona im Pokal. Da hat es Gott sei Dank nicht gerecht, aber jetzt rächt sich das momentan so ein bisschen. Wir kriegen es nicht momentan auf die Bahn. Er hat hier die Chance. Und Sanchez kommt nicht wirklich zum Abschluss. Und jetzt hat der Gegner mal. Jetzt haben wir den Gegner mal ein bisschen provoziert, dann haben wir. Flanke kommt nicht gut. Zu einfach für den Keeper. Oh ja, Sabal. Ja, der bleibt aber auf dran, ne, Mann. Sie suchen die Lücke. Das war eine gute Chance. Elfmeter. Handelfmeter, liebe Leute. Die große Chance hier in Führung zu gehen. Die Kuh mit der Hand, wahrscheinlich mit der Hand, oder? Ja, doch, irgendwo schon. Ich hab's aber jetzt nicht richtig. Nee, weiß ich nicht. Ich hab's nicht richtig gesehen. Keine Ahnung. Er wird schon irgendwo das Gefiff haben. Wo wird das gewesen sein? So, der Keeper geht auf jeden Fall rechts rein. Und wir machen den Ball. 1-0. Oder 0-1, wie auch immer. Ja, Keeper natürlich bedient irgendwie gerade. In dem Moment realisiert er, ne, da wird nichts passieren. Den habe ich nicht. Und wir führen irgendwie doch noch mit 1-0. Und Iñaki macht sein 36. Saisontor. Also wenn da ein Angebot mal irgendwann kommt, es wird keins kommen, weil ich hab ihn auf Block, ich habe die Angebot auf Blocken. Das ist das Gute. So. Wenn das. Oder sieht das da nicht, Faller? Komplett frei, Pfosten! Damit sind sie also nicht durchgekommen. Oh, dicke, dicke Chance für den Gegner. Da lag der Ausgleich in der Luft. Jetzt müssen sie weiter Druck machen. Es tut sich was im Ramon Sanchez-Pizjuan. Es gibt einen Treffer. Sevilla. Wir haben hier den zweiten Treffer für den FC Cadiz. Der neue Cadiz. Spielstand heißt damit 2-2. 2-2. Tor! Es ist Sanchez. Ayan Sanchez. Oder Sunset. Ja, immer. Ab ins lange Eck damit. Rein ins Glück. 2-0. Ist ja Basket Derby. Der Gegner ist ja, hat ja viele, viele Basket dabei. Deswegen habe ich ja viel auch da eingekauft bei den Jungs. Diesen kurzen Ausflug ins Parallelspiel mussten wir leider unterbrechen. Es gibt also ein Tor für die Gäste. Der neue Spielstand. Also euer Sanchez, 16. Saisontor hat er schon gemacht? Hat der 16 Saisontore schon? Wenn ich das richtig gesehen habe? Okay, wäre schon geil. Für mich außen, für mich. Euer Sabal. Rein damit ins Glück. Oder ja, 3-0. Jetzt läuft die Maschine dafür, dass wir uns in der ersten Halbzeit so extrem schwer getan haben. Machen wir sie jetzt. Im Alleingang macht er das Tor und zeigt schonungslos in dieser Situation die Schwächen der Defensive. Ja. Der Abwehrspieler kommt da überhaupt nicht in den Zweikampf. Der haut den einfach mal kurz ins lange Eck. Und es steht 0-3. Und es passt dann ja, endlich auch mal. Minen auch am Spielfeldrand. Die deutliche Führung. Er weiß, das müsste es in dieser Partie eigentlich sein. Und mit dem 3-0 sorgen sie hier für klare Verhältnisse. Ja, und damit sind auch die drei Punkte unter Dach und Fach. Und das war ganz, ganz wichtig. Ja, die will nämlich Atletico spielen, weil nicht, dass die uns wieder ein bisschen rankommen. Oh, nicht schlecht. Takefusa Kubo. Leichter Ball für Unai Simon. Kurzer Blick auf die nächste Partie für Bilbao. Maurice. Enzo Maurice. Und das ist eine Pokalpartie. Ja. Und da kann ich keine eindeutige Prognose abgeben. Oh, Sanchez. Und Williams, 4-0. Lass mich echt wieder Pokalspiel? Nicht nacherhöhen.
Haben wir jetzt innerhalb von nicht mal 5 Partien jetzt gerade das 4. Pokalspiel? Habe ich das gerade richtig gehört? Sevilla oder was? Na, wir haben einen der schwersten Gegner. Das einzige Team, was uns bis jetzt in die Saison schlagen konnte. Also Sunshine Forsten, der rein ins Glück, dann Williams 4-0. Der hat da überhaupt zu viel Platz. Und ein reines Glück am Ende. So. Klare Sache hier. Das 4-0 ist schon deutlich. So. Wollen wir jetzt mal kurz, wenn wir kurz wechseln, ein bisschen durchwechseln. Ja, Garcia möchte auch mal ein bisschen spielen. So, nun ist raus, Kuruseta. Ja, ich will halt auch wieder mal zwischendurch ein paar Leute schonen. Also, wie werde ich auch die Keeper mal wechseln in der Liga? Wir bekommen hier gleich den Schlusspfiff in diesem Spiel, in dem eine klare Führung für die Gäste auf der Anzeigetafel steht. Der Vorsprung ist ja. Oh, das darf. Da grätscht er den Ball. Entscheidung ist gefallen. Das wird ein Sieg. So, jetzt wechseln wir durch. Abseits. Abschnitt sogar. Betzidor. Der Blick auf die Uhr. 9 Minuten bis zum Ende. Oh, der kommt sogar nicht sogar durch, der Ball. Oh ja, der Ball. Petit. Er stellt den Körper rein und kann den Schuss blocken. Den blockt er wieder super ab. Da ist die Flanke. Da muss er doch klären, aber Ball bleibt gefährlich. Tolles Dribbling. Da sind sie. Ah, kommt nicht durch. Am ersten ist er noch vorbei, am zweiten ist zu viel. Alexander Sørloth. Sørloth. Also Fakt ist, diese Punkte sind unter Dach und Fach. Ganz alleine. Absolut null ist Fragezeichen. Parade. Es wird jetzt hier gewechselt. Der Keeper hält das Ding. Ecke kommt ins Zentrum. Ich habe den schon drin gesehen, Muschi. Ja, aber nicht mit dem Verteidiger. Er kommt da tatsächlich noch vor der Torlinie ran. Und er schießt. Es gibt Elfmeter. Und er gibt Elfmeter. Das habe ich schon gesehen, dass er so komisch weggesprungen ist. Dachte mir, ja, zweiter der hat Elfmeter. Jiraj Alvarez auf jeden Fall mit der Ja, war ein klares Elfmeter. Okay, diesmal war er klar. Der hat sich da sehr, sehr ungeschickt reingestellt. So, jetzt haben wir eine große Chance. Hat der Gegner eine große Chance, das Wahnsinn, den Anschlusstreffer zu machen. Ein Elfmeter haben wir ja gehalten im letzten Spiel gegen Barca. Fragezeichen, macht den zweiten. Sie verwandeln diesen Elfer. Na, das 1-4. Leider nicht zu 0, aber ist egal. Trotzdem 3 Punkte. Ja, überhaupt nichts zu halten für den Keeper. Die Ecke habe ich schon so ein bisschen geahnt, aber. Gut, ist aber jetzt die Spielentscheidung. Wir gewinnen heute mit 4:1 bei Real Sociedad. Also ein Tor schöner als das andere und genauso kennen wir sie. Mehr Treffer hat keine Mannschaft erzielt und heute hat man wieder einmal gesehen, warum. Spielen sich viele, viele Chancen raus und machen die Dinger auch. Eiskalt, routiniert, souverän. Das ist großartig. So, ja, jedenfalls haben wir das Ding. So, dann nach und Fach. Könnte die Führung werden. So, Hauptsache, wir haben es gerockt. Irgendwie. Barcelona spielt unentschieden tatsächlich. Und Sevilla verliert mit 2-3 gegen Cadiz. Die haben, glaube ich, 2-0, haben die 2-0 geführt oder so? Und das ist tatsächlich Pokalspiel. Hoffenheim will Finn ohne Backup plus 730.000 für Zaraga. Mal sowas von abgelehnt. Weder habe ich Interesse an dem Spieler, noch möchte ich mit dem Spieler für das bisschen Geld weggeben.
So, gut. Im nächsten Spiel treffen wir uns auf Sevilla. Und dann wird es hoffentlich eine kleine Rache für das Ligaspiel geben. Bis dahin und auf Wiedersehen.